ETFs und Steuern. In diesem Video erfahrt ihr alles, was ihr dazu wissen müsst. Ich grüße euch ganz herzlich und hoffe, es geht euch gut. Ja, gerade eben war meine Frau hier noch drin und hat gesagt, Erichsen, dein Gekrakel kann ja kein Mensch lesen. Was habe ich gesagt? Ich bin ja nun mittlerweile 17 Jahre verheiratet, deswegen weiß ich, was ich zu sagen habe in solchen Momenten, nämlich, du hast recht. Und sie hat auch tatsächlich recht. Aber ich möchte euch das jetzt schon ankündigen. In ein paar Wochen werde ich ein Gerät haben, mit dem ich all diese Dinge dann quasi digital darstellen kann. Und dieses Gerät ist mit Verlaub richtig geil. Also freut euch drauf, das wird eine coole Geschichte. Heute geht es aber um das Thema ETFs und Steuern. Ich habe ja bereits ein Video zu ETF-Sparplänen gemacht und da sind mehrere Fragen entstanden. Auf diese Fragen möchte ich nicht nur heute, sondern auch in den nächsten Videos eingehen. Vorab ein ganz wichtiger Hinweis. Also, ich bin kein Steuerberater. Und wenn es ein Thema gibt, wo man keine pauschalen Aussagen treffen kann, dann sind es leider Steuern, gerade in Deutschland. Insofern, wenn ihr also in irgendeiner Form einen Zweifel habt, ich gebe euch einen groben Überblick und der Sinn dieses Videos ist, euch zu zeigen, dass die Thematik Steuern so einfach bei ETFs ist, dass es keinen Grund gibt, aufgrund dieser Thematik keinen ETF-Sparplan zu eröffnen. Darum geht es mir. Also für einen normalen, in Deutschland lebenden Sparer, der einen normalen deutschen ETF oder beziehungsweise ein ETF, der an der deutschen Börse zugelassen ist, der den handelt, gibt es keinen Aufwand und darum geht es. Ich möchte nur einen groben Überblick geben, wie die Sache überhaupt in Deutschland aussieht. Also, wir alle zahlen auf alle Kapitalerträge Abgeltungssteuer. Die hat das Halbeinkünfteverfahren abgelöst. Davor wurden Kapitalerträge in der persönlichen Steuererklärung angegeben, deklariert. Die Abgeltungssteuer beträgt 25% und da kommt obendrauf noch 5,5% auf die Summe der Abgeltungssteuer. Ja, also ihr habt keinen Satz von 30,5%, sondern 25% und auf die Summe kommen nochmal 5,5% drauf. Also unterm Strich sind das dann 26,3 irgendwas Prozent, die ihr bezahlt. Sofern ihr in der Kirche seid, kommt dann auch noch die Kirchensteuer obendrauf. Das war's. Und das Wichtigste dabei, das passiert automatisch. Nicht nur bei ETFs, auch wenn ihr Gewinne aus Aktiengeschäften habt. Solange eure Bank in Deutschland ansässig ist, wird die Abgeltungssteuer automatisch von der Bank an das Finanzamt abgeführt. Ihr bekommt natürlich eine Bescheinigung darüber. Ihr könnt sehen, wie eure Gewinnsituation war, wie viel ihr bezahlt habt, ob ihr eventuell einen Verlusttopf habt. Denn wenn ihr einen Verlusttopf habt, dann werden Gewinne und Verluste miteinander verrechnet. Mache ich noch ein eigenes Video zu. Aber das passiert, wie gesagt, automatisch. Braucht ihr euch um nichts kümmern. Kein Aufwand. Es gibt einen Sparerpauschbetrag. Früher waren das die sogenannten Werbungskosten. Die musstet ihr einzeln angeben. Wenn ihr also beispielsweise eine Kursversorgung oder sowas ähnliches habt, dann konntet ihr diese Werbungskosten abziehen. Mittlerweile ist dieser Sparerpauschbetrag, hat diese Werbungskosten abgelöst. Der beträgt 801 Euro, wenn ihr verheiratet seid und zusammen veranlagt werdet, dann natürlich die doppelte Summe. Viel interessanter, viel wichtiger ist die Nichtveranlagungsbescheinigung, die ihr ausfüllen könnt, in Höhe von 8.354 Euro. Wenn ihr also weniger als das verdient, dann könnt ihr euch von der Steuer befreien lassen. Das wird natürlich die meisten Arbeitnehmer oder Normalverdienenden nicht betreffen, vielleicht Rentner, ganz bestimmt aber Jugendliche. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr einen Sparplan, einen ETF-Sparplan für eure Kinder einrichten möchtet, dann richtet diesen Sparplan auch auf den Namen eurer Kinder ein. Denn die können sich von der Steuer befreien lassen. Die werden ja in aller Regel unter den 8.354 Euro liegen, ja? Ganz wichtiges Thema, achtet darauf, die meisten Anbieter von ETF-Sparplänen haben auch einen extra Punkt, wo diese Information aufgeführt wird. Das ist also ganz wichtig. Wenn ihr mit denen sprecht oder denen eine E-Mail schreibt, dann weist darauf hin, dass der Sparplan für einen Jugendlichen sein soll oder für ein Kind. Man kann ja ganz früh schon damit anfangen.
Dann gibt es zwei verschiedene Arten von ETFs, nämlich thesaurierende und ausschüttende. Unterm Strich zahlen beide Steuern. Bei den thesaurierenden ETFs ist es so, dass die Erträge, beispielsweise aus Dividenden, die werden einbehalten vom Fonds und direkt wieder angelegt. Dieser Fonds schüttet also in dem Sinne nichts aus. Trotzdem muss er natürlich Steuern bezahlen und das passiert an einem bestimmten Stichtag. Einmal im Jahr werden diese Steuern abgeführt und der ETF dann entsprechend um diesen Betrag reduziert. Bei Ausschüttenden ist das logischerweise anders. Wenn ein ETF, das gibt es auch häufig, quartalsweise ausschüttet, dann findet ja direkt eine Zahlung an euch statt, auch ohne dass ihr den ETF verkauft habt. Und dann wird diese Ausschüttung mit der Abgeltungssteuer belegt. Ich habe hier drunter noch einen Punkt gemacht, der lautet ausländische ETFs. Bei ausländischen ETFs müsst ihr die Erträge natürlich selbst versteuern. Ich möchte darauf nur im Einzelnen jetzt nicht eingehen, denn es geht ja hier um Sparpläne. Und Sparpläne werden ganz selten oder vermutlich nie mit ETFs gemacht, die im Ausland sitzen. Wieder etwas anderes ist es natürlich, wenn ihr selber nicht euren Wohnsitz in Deutschland, sondern im Ausland habt. Auch dann müsst ihr die Erträge selber deklarieren. Also ich kann es nochmal wiederholen. Es geht mir hier um eine allgemeine Feststellung und um die Tatsache, dass das Thema Steuern so simpel ist, dass es keinen Grund gibt, deshalb auf einen Sparplan zu verzichten. Wenn es darüber hinaus noch Fragen gibt, dann fragt euren Steuerberater und ja, schildert dort genau euren Fall. Wenn es vielleicht einfache Dinge sind, die sich klären lassen, dann stellt sie gerne diese Fragen auch in der Kommentarfunktion. Dann gehe ich da gerne drauf ein oder vielleicht auch andere Mitglieder unserer Community, die sich da auskennen. Das ist ja durchaus hilfreich. Dieser Austausch bringt uns ja alle nur weiter. Also, das war's mit diesem Video, aber noch nicht mit dem Thema ETFs, denn es folgen dazu noch weitere Videos, in denen ich weitere Fragen von euch beantworten werde. Für heute war es das aber erstmal. Wir sehen uns demnächst wieder. Ihr mich auf jeden Fall. Macht's gut. Bis dann. Du willst wissen, wie du dein Geld trotz Minizinsen seriös und sicher anlegst und wie du dich für die Zukunft absicherst? Erfahre alles zum Thema Geld. Über Aktien und Fonds, über Lebensversicherung und Gold. Abonniere jetzt meinen Kanal. Ich freue mich auf dich.